So, hallo, wir machen weiter bei Isaac. Repentance! Wir versuchen immer noch mit Bethany den Hard Mode zu schaffen, es darf doch nicht wahr sein. Mann! Geh weg mit deinem Curse of Darkness, Alter! Wie ich diesen Fluch hasse. Das ist, glaube ich, echt der schlimmste Fluch überhaupt. Mir fällt spontan keiner ein, der nerviger ist. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hinkriegen. Dem Raum schon mal nicht viel. Yo! Wir brauchen dringend einen goldenen Schlüssel. Wir brauchen dringend einen goldenen Schlüssel und wir brauchen dringend 15 Mützen. Wir brauchen einfach alles. Kriegen wir aber leider nicht. Werden wir nicht zusammenbekommen in einer Ebene. Scheiße. Alter, was spinnt ihr? Yo! Wir brauchen sowas von den goldenen Schlüssel. Kann ich bitte einen goldenen Schlüssel bekommen? Ich brauche keine Bomben, ich brauche einen goldenen Schlüssel. Ja, so viel dazu. Das war ja ein richtig kurzes Vergnügen mit dem Burning Basement. Wir gehen ganz kurz noch in den Stachelraum. Dann war es das auch schon. Wir haben nicht mal einen Schlüssel für den nächsten Itemraum dabei. Ist nicht ganz so gut. Aber gut. Wir müssen ja erstmal den Shop. Wir müssen ja auch erstmal den Boss schaffen. Nö. Wait, was ist da oben? Ach ja. Ein Member. Ja, RIP. Oh Gott. Mhm. Oh, das ist auch so ein nerviger Boss, weil immer wieder neue Viecher spawnen und ewig dauert. Alter. Nicht dein Ernst. Der macht mich noch. Keine Chance. Okay, XL nehmen wir mit, habe ich schon letztes Mal gesagt. XL-Ebene nehme ich immer gerne mit. Ja, das war doch gerade ein echt guter Anfang. Also, puh. So kann es weitergehen. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Nee, jetzt kommt er da oben rum. Das war frech. Die sind intelligenter, kann das sein? Wahrscheinlich nicht, aber wirkt so. Okay. Das wird jetzt ein Raum, in dem ich getroffen werde. Das sehe ich jetzt schon. Also wenn ich hier durchkomme, ohne getroffen zu werden, dann Halleluja. Ja, okay. Pillen ausprobieren? Ja, nein, vielleicht? Nö. Ich opfer keine Bombe, um die Pille auszuprobieren, die vielleicht schlecht ist. Ach, geh weg. Ach, geh heim.
Hör auf, mich anzusprechen. Oh mein Gott, jetzt ist der nächste auch noch Feuer und Flamme. Seid mal nicht so hot, Mann. So. Feuer schon mal aus. Da kann ich nicht versehentlich reinlaufen. Ah, das war energietechnisch schon wieder eine Katastrophe, was ich hier gespielt habe. Und damit hat sich auch schon wieder meine Angel-Deal-Wahrscheinlichkeit stark reduziert. So. Ach so, wir können schon wieder eine Flamme spawnen. Wann kommt der erste... Alter, was seid ihr denn? Ja, die goldene Frage ist, wann kommt der erste Itemraum? Von zwei. Wir kriegen ja zwei. Und natürlich könnt ihr auch... Oh Gott, der hat rotes Feuer. Oh, hi. Der hat einfach rotes Feuer. Ich glaube, der ist dann noch krasser drauf. Kann das sein? Mach dich schon mal weg, rotes Feuer. Okay. Noch ein Schlüssel. So. Schlüssel sind gut für die nächsten Ebenen, aber nicht für die. Okay, hier gibt es auf jeden Fall auch cooles Zeug. Oh ja, gib mir... Was ist denn mit manchen Herzen los? Komm her, Mann. Okay, also manche Herzen sind einfach Trolli drauf, ich verstehe. Oha. Okay, wir müssen erstmal schnell... Ja, genau. Erstmal schnell die Feuer ausmachen, die wir ausmachen können. Um dann da schnell Schalter zu drücken. Dann ist auch alles cool. Gut, Boss haben wir schon mal gefunden. Itemräume noch keinen einzigen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an unserer Findekunst. Okay, gibt es eine Option, so zu sprengen, dass ich zwei Bomben bekommen kann? Ach, ich kriege ja die eine sowieso. Lul. Die ist ja nur hinter Feuer. Da ist mein erster Itemraum. Sonst ist hier nichts Spannendes. Okay. Okay. Rainbow Tears ist auch eine ganz coole Geschichte. Ja. Da ist mein anderer Itemraum und mein Shop. Beides ist besuchbar, da wir eh in der ersten Ebene sind. Erst Itemraum. Okay. Rainbow-Tiers sind cool, weil da kann man echt coole Effekte rausbekommen. So, die Question ist, wir werden hier nichts kaufen. Es gibt keine Question. Okay. Abflug ab zum Boss. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Und ja. Ziehen weiter. Nee, lass mich in Ruhe. Alter.
Jo, du bist ein bisschen nah hier. Gerade. So, mach dich weg jetzt. Danke. Nummer 1. Gibt Geld. Ich bin jetzt schon wieder wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich gehe in den Shop und hole mir ein Herz. Es ist mir einfach zu sicher. Es ist sicherer. Andersrum, es ist mir zu unsicher, es nicht zu tun. So, das wollte ich sagen. Ihr habt es zuerst gehört. Es tut mir leid, es muss sein. Ich bin sonst, ich fühle mich sonst nicht gut, mit 1,5 Herzen zum Boss zu gehen. Alleine, weil halt Bosse kommen können, die... Wo kam der denn her? Alleine, weil halt Bosse kommen können, die ich nicht kennen kann, vielleicht theoretisch. Ja, okay, den kenne ich. Habe ich gerade versehentlich Dings eingesehen? Ich bin auch eine Nuss. Wollte es überhaupt nicht einsetzen, aber ist okay. Wir haben ganze 1% Chance für den Engelraum. So viel dazu. So. Tears und Shot Speed Up. Naja. Nicht der erfolgreichste Basement-Raum, aber was soll's. Gehen wir weiter. Gänger war einfach weiter. Oh je. Das war frech. Die schießen einfach rundherum, ne? Das ist gar nicht so simpel. Weil die alle einen anderen Rhythmus haben. Eieiei. Das war aufregend. Ah, die explodieren, ne? Jo. Könnt ihr bitte nicht in meinem Gesicht explodieren? Nice. Oh, die schießen auch weiter. Okay. Wir haben 5 Schlüssel. Ich werde mal hier vorsichtig sprengen. Und hoffen, dass es mir was bringt. Jo. Verkehrt war es nicht. Itemraum und Shop. Guter. Ja, vielleicht sehen wir die Räume auch nicht mehr, weil ich vorher sterbe. Man weiß es nicht so genau, ne? Eieieiei. Tears up, HP down. Können wir die Pille wieder zurücknehmen? Willst du mich verarschen? Was ist das? Curse of the... Oh nein! Als ich es gelesen habe, wusste ich, was ich da gerade eingesammelt habe. Wenn ich getroffen werde, regnet es Bomben. Ich glaube, so war es. Ja, nehmen wir mal das mit. Und nehmen wir das mit. Oh, ist das scheiße jetzt mit dem HP-Down. Die Experimentalpille, die werde ich nicht mehr einsammeln. Rip me. Ich hätte gern meinen HP zurück, bin ich ja ganz ehrlich. Okay, was bist du? Bist du eine gefährliche Truhe? Nein. Toll. 2 Herzen. Na, das ist der Effekt. Wenn du getroffen wirst, regnet es Bomben. Wenn du denen dann nicht ausweichen kannst, wirst du gleich nochmal getroffen. Macht Spaß auf jeden Fall.
So, gehen wir erstmal in den kleinen Raum und hoffen, dass es da weitergeht. Es geht da nicht weiter, aber ich glaube, der Raum wird mir jetzt auch nicht sonderlichen Treffer bescheren. So, was haben wir hier? Einen sehr großen Raum, der aber kein Problem darstellt. Die werden wir einfach alle schön aus der Ferne wie kleine Feiglinge erledigen. Und wenn ich fünfmal warten muss, bis der Typ da loslegt. Yo, ich könnte jetzt, wenn ich Glück habe, mich hier einen Weg rüber gebaut haben. Nein, hab ich nicht. Okay. Aber jetzt hole ich das Herz. Jetzt hole ich das Herz, auch wenn es ein Zweierherz ist. Ich weiß das. Ich kann es nicht ändern. Junge, 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 Junge. Können wir bitte ganz schnell zum Boss kommen? Das ist nicht der Boss. Aber das war ein sehr akzeptabler Raum. Das ist übrigens sehr nah an einem gefährlichen Symbol. Aber es war natürlich nur eine Windmühle. Ja, cool. Schießt du bitte wieder normal? Danke. Oh, nice. Jetzt liegt da ein halbes Herz rum. Das ist auch gut. Für einen Treffer kann ich mir hier wieder ein Herz holen. Ein halbes. Vorsicht, die machen komische Sachen. Alles gut. Alles ist alles in Ordnung. Es ist alles bestens. Es ist nichts passiert. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay. Auch der Raum ist voll akzeptabel, weil jetzt zieht er hier einmal durch, der Attack Buddy, und dann ist Ruhe. Ja, wenn nicht gerade ein Stein im Weg ist. Jo, Junge! Ich komme nicht an die Herzen hier ran. Ich bin erledigt. Liegt irgendwo noch ein Herz rum? Nein, ne? War im Shop noch ein Herz? Bestimmt. Alter, ich spiele so furchtbar schlecht. Wahrscheinlich renne ich jetzt mit meinem Glück in die zwei Schießer da rein. Ich weiß, dass die hier sind. Ich laufe da nicht mitten durch. Aber das wäre jetzt. Das wäre natürlich noch der Höhepunkt. Nein, ich habe das Herz schon gekauft, ne? Okay, wisst ihr, was ich tue? Wisst ihr, was ich tue? Ich kaufe mir den Sack. Und hoffe auf mein Herz. Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, natürlich, es kommt alles doppelt, weil ich das 1 plus 1 eingesammelt habe. Ja. Okay, dann hoffe ich einfach auf eine... Gibt es eine Full-Heal-Pille? Ja, es gibt eine Full-Heal-Pille. Scheiß drauf. Ein Bad Trip kann es ja nicht sein. Oh. Hui. Ja, das war's komplett. Wir sind durch. Ich hab effektiv keine Chance. Ich könnte noch den Geheimraum suchen. Ja, okay. Boah, ich laufe da durch. Gerade habe ich es noch gesagt, ich mach's nicht. Okay, hier ist der Geheimraum nicht. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo er sein kann. Nee, kann er eigentlich auch nicht sein. Nee. Jetzt gibt es nicht mehr so viel. Hä? Ach so. Gut, wir sind ja noch lange nicht durch. Ja, hier könnte das sein. Say what?
Scheiße, geh ich in die große oder in die kleinen Raum? Ich gehe in den kleinen Raum. Und hoffe, dass er mir Glück bringt. Junge, das ist auch noch eine Sackgasse. Ich muss den Raum nicht mal spielen. Alter, lasst mich alle in Ruhe. Gib mir ein Herz. Das ist kein Herz. Ich will keine Schlüssel. Ich will Herzen. Oh, Mann. Muss ich in den großen Raum. Oh, nicht gut, nicht gut. Kein guter Raum. Ey, wenn die Fliegen jetzt mir zu nahe kommen, ne? Ich lass die Aufnahme jetzt. Es wird heute nichts mehr. Es wird heute nichts mehr. Danke fürs Zuschauen und tschüss.